Zeitpunkt, wo ich erkannt habe, dass das keine Politik für die Menschen dieser Stadt ist, sondern eine reine Machterhaltungspolitik. Weil hier auch immer angesprochen worden ist, bei dieser Politik, und ich glaube, das kann man schon sagen, es betrifft mich nicht, weil ich für diesen Zeitraum ja gar nicht mehr für die SPÖ tätig war. Die einfachen SPÖ-Gemeinderatsmitglieder, die haben sicherlich nichts gewusst, wie diese Politik tatsächlich abgelaufen ist. Das hat sich auf eine kleine Führungsebene bezogen, die sämtliche Warnungen und Anregungen des Rechnungshofs einfach in den Wind geschlagen hat, überhaupt nicht reagiert hat. Trotz der eindringlichen Warnungen, risikoreiche Finanzaktionen durchzuführen, ausufernde Wirtschaftsförderungen zu geben, ist genau das gemacht worden, was eigentlich Gegenstand war, es nicht zu tun. Wir erinnern über 250.000 Euro Wirtschaftsförderung an den Fischerpark. Die hätten das gar nicht notwendig gehabt zu überleben. Bei der Stadt war man hier nicht so großzügig. Und die Einsparungen auch immer wieder ausgabenseitig, das ist aber nicht einnahmenseitig. Die Gebührenspirale, die ich schon umschraube, die ist so weit angedreht worden, dass es, die war am oberen Limit. Das war egal. Man hat aber trotzdem diese Gebühren erhöht, nichts Adäquates dafür geleistet und hat ganz im Gegenteil auch Kredite, die gewidmet waren für bestimmte Zwecke, einfach ungewidmet innerhalb der regierenden SPÖ und hat für die Ausgegebenheit des Haushaltes, also der Haushaltsbudget verwendet. Das war nicht vieles nicht so vorgesehen. Und darüber aber, und das ist auch ein Kritik von, ist der Gemeinderat überhaupt in keinem ausreichenden Maße informiert worden. Es sind gewisse Dinge, die durch den Gemeinderat beschlossen werden, werden einfach am Gemeinderat vorbeigetragen worden. Und um das Ganze, die Putzbeahnung ein bisschen zu erhöhen, nein, man hat sogar in dieser finanziell ohnehin schon sehr in der Schieflage befindlichen Zeit auch noch den Beschluss gefasst, dass der damaligen Finanzstadträtin etwas Tumor erteilt wurde, Kredite bis zu einem Ausmaß von 4 Millionen ohne Beschluss des Gemeinderates einfach aufzunehmen und dort weiter zu pushen. Man ist also wirklich wieder besseres Wissen, eine Brot- und Spielepolitik gefahren. Man hat den Menschen vorgegaukelt, man kann sich eine multifunktionale Sportanlage leisten, ein Naturerlebnis, Achtersee anbieten. Und im Prinzip war eben dort das Geld überhaupt nicht, aber man hat das den Leuten eingeredet. Und letztendlich hat man dann, wie man gesehen hat, das geht sich wirklich vorne und hinten immer aus, dann auch mal vorsichtshalber die Kreditrückzahlungen und die Tilgungsraten zu natürlich schlechteren Bedingungen, zu höheren Belastungen, aber vorsichtshalber für einen Zeitraum nach der Wahl verschoben. Nach dem Motto, hinter uns die Sintflut, und nach dem Motto, agiert die SPÖ heute noch. Unser Problem ist, dass wir aus diesen Trümmern der Finanzpolitik, der SPÖ, jetzt den Schutt wegräumen müssen. Wir sind nicht die Trümmerfrauen, aber wir sind die Trümmerregierung, die diesen ganzen Schutt hier aufarbeiten muss. Ja? Wir werden uns abräumen. Also, wir geben euch gern alles, aber wir können es euch nicht geben. Denn irgendeiner, und zwar wir, müssen jetzt mit diesen Sparmaßnahmen ganz einfach anfangen. Und es war für mich auch in der letzten Gemeinderatssitzung eine äußerst dekorierende Äußerung des ehemaligen Finanzstadtrates, das war der Dr. Stock oder das war der Bürgermeister, der gesagt hat, und wenn es so weitergeht, dann kriegen wir keinen Kassenkredit und dann sind wir ab April, glaube ich, 2016 zahlungsunfähig. Und dann hat er sich einfach hingelegt und hat freundlich gesagt, muss ich mir Kassenkredit, den man immer kriegt und vor allem gerecht kriegt, dann muss eh das Land einspringen. Also mit dieser Haltung, das ist erschütternd, dass wir durch diese Art und Weise unsere Selbstständigkeit verlieren würden, für Entscheidungen für unsere Stadt zu treffen, das ist offenbar vollkommen wurscht. Und eins müssen wir uns auch klar sein, wir können nicht auf einen Goldregen von oben warten, der wird nicht kommen. Wir können nur selbst unsere Zukunft in die Hand nehmen, und zwar schnell und konzentriert, so wie wir das auch schon begonnen haben bis jetzt. Das muss man sagen, wir haben wirklich, wie schon der Klubobmann Lambauer gesagt hat,
viele der, ich sage jetzt auch 105, Anregungen und Vorschläge des Rechnungshofes begonnen umzusetzen. Denn wir wollen nicht so dastehen, vor allem, das ist ein Horrorszenario, aber wer bei der SPÖ durchaus möglich gewesen, weil sie bisher noch immer schuldeinsichtig waren, dass man in der Früh, ab April 2016 in der Früh, aus dem Haus geht, weil dann Tee oder Kaffee hat man es eh nicht machen können, weil es nimmt kein Wasser mehr aus der Wasserleitung und dann krabbel ich über Mühlberge zur Autobushaltestelle, die eh nicht besetzt ist, weil in der Zwischenzeit haben wir all diesen Leuten nichts mehr zahlen können und ganz selbstverständlich dann hat man gesagt, wenn man nichts zahlt, müssen wir schauen, wo wir woanders runterkommen, dann können wir nichts mehr machen. Ich weiß, es ist überzeichnet, aber das hätte man auch in Kauf genommen. Das muss man schon sagen. Und darum, genau genommen, die SPÖ, mehr als alle anderen, müssen sich jetzt bekennen zur Durchführung der Sparmaßnahmen. Sie müssen mitwirken und zwar aktiv mitwirken und nicht so wie bisher nichts tun. Oder wie ein Altpolitiker so wirklich auch interessanterweise sogar in der Zeitung sagt, dann werden wir halt jetzt, wenn wir in Opposition haben, werden wir halt jetzt zündeln, weil zündeln, davon verstehen wir was. Damit kann es nicht sein. Flächenbrände braucht keiner. Sondern es muss eine Mitarbeit sein, damit die Stadt wieder die Stadt wird, das werden soll. Und wir stehen dafür. Gut, darf auch alle ja nochmal herzlich begrüßen und will ein bisschen auf die Auswirkungen, die die Bevölkerung betrifft, dieser Katastrophe, die die SPÖ voll zu verantworten hat, ein bisschen eingehen. Es ist eine Tatsache, dass tausende Menschen in dieser Stadt am Rande der Existenz leben, dank der Politik der SPÖ. Das ist das soziale Gewissen, haben die Sozialdemokraten, das sie jahrzehntelang getragen haben in dieser Stadt, in den letzten Jahren im wahrsten Sinne des Wortes an den Haken gehängt. Wenn man sich anschaut, was draußen passiert, wie viele Menschen sich die Miete nicht mehr leisten können, die vorher wichtigerweise angesprochenen Gebühren, die bis zu 57% erhöht worden sind in nur wenigen Jahren, dann weiß man, dass viele Menschen sich das Leben nur mehr von einem Tag auf den nächsten leisten können, dass der 13., der 14. Gehalt oft gerade noch das Konto abdeckt und die Menschen genauso wursteln müssen, wie die SPÖ im Budget gewurstelt hat, weil sie sich ganz einfach das normale Leben, das Wohnen, das Leben in dieser Stadt nicht mehr leisten können. Und ich darf Ihnen etwas vorlesen, was mich wirklich erschüttert hat. Seit zwei Tagen telefoniere ich und spreche mit einem Herrn, der auf der Straße sitzt, der mit einem Neustädter. Der hat mir heute geschrieben, sehr geehrter Herr Haberler, tut mir leid, Sie so nochmals zu belästigen, aber nach der letzten Nacht in der Kälte weiß ich nicht, ob ich es noch schaffe. Entschuldigung, ich habe solchen Hunger, dass mir schwindelig ist und ich bekomme nirgendwo Hilfe. Am besten beende ich dieses, Entschuldigung, scheiß Leben, sagt er wortwörtlich. Falls Sie nichts mehr von mir hören, hat er mir die Telefonnummer von seiner Schwester aufgeschrieben, die ich verständigen soll. Wir werden als nächsten Schritt natürlich, hat mein Stadtrat Schnedlitz schon telefoniert, gleich nach dieser Pressekonferenz schauen, was wir für den Herrn machen können. Das ist keine Geschichte aus Spielfeld, sondern es ist eine Geschichte aus Neustadt, wo Menschen frieren, Menschen keinen Unterhalt bekommen. Ich habe ihn natürlich bereits geschickt aufs Sozialamt, habe ihn geschickt zu den beiden Obdachlosenheime, die es gibt, überfüllt. Ist der sechste in der Bräunigasse angeschrieben. Das heißt, irgendwo Dezember, Jänner, Februar wird er vielleicht einen Platz dort bekommen, wenn andere Leute wieder versorgt werden oder eine Wohnung bekommen in der Zwischenzeit. Und das ist das Desaster. Das ist das Desaster, in dem wir in Wirklichkeit stecken. Und wir schaffen es trotzdem, es ist schon richtigerweise von meinen Vorrednern gesagt worden, einen Belastungsstopp als Punktekoalition zu machen. Ein Belastungsstopp für die Bevölkerung, was ganz wichtig ist. Was heißt das? Das heißt, die angesprochenen Gebühren, Wasser, Abwasser, Müll, Mieten etwa, nur wirklich maximal im Bereich der Inflationsrate zu erhöhen. Das heißt, 1,5% für die ganze Periode ist der Maximalrahmen, wo die Erhöhungen stattfinden. Denn auch hier hat die SPÖ bei den Wohnungen bis zu 40%, bei den Gebühren, wie schon gesagt, bis zu 57% erhöht, wo sich die Menschen das Leben oft in dieser Stadt nicht mehr leisten können. Konsolidierung heißt das in Wirklichkeit, den Menschen wieder eine Zukunft zu geben. Und Belastungsstopp heißt in Wirklichkeit, den Menschen wieder eine Perspektive in dieser Stadt zu bieten. Und eines muss man auch sagen, wir werden es auch schaffen, die Sozialeinrichtungen an dieser Stadt im Großen und Ganzen so zu erhalten, wie sie bisher der Bevölkerung zur Verfügung gestellt worden sind. Ein ganz wichtiger Schritt in diesen schwierigen Zeiten, was viele Menschen durchmachen. Abschließend vielleicht zur Verantwortung noch, nicht nur der schon oft angesprochene Vizebürgermeister
Karas ist hier in die Verantwortung zu nehmen, sondern alle Mitglieder, SPÖ-Mitglieder des Stadtsenates. Erinnere dran, traf aber Vizebürgermeister. Erinnere dran, sie zwar ebenfalls im Stadtsenat vertretene Sozialstadträtin, Weber war Finanzstadtrat, der für diese Misere ganz, ganz wesentlich verantwortlich ist. Und Stadtrat Scharmitz war Klubobmann, also der Schnittpunkt zwischen Bürgermeister und Fraktion, wenn man das so sagen darf. Also die sind sicherlich in die Verantwortung mitzunehmen und die müssen auch gewusst haben, wie der Zustand dieser Stadt ist. Das kann man nicht am Müller alleine dingfest machen, so wie wir als bunte Koalition die Zahlen kennen, haben die die Zahlen auch sehr wohl gekannt. Das heißt, abschließend, wenn man das Ganze vielleicht zusammenfasst, wir als bunte Koalition werden die soziale Absicherung und dieser Stadt ganz einfach das soziale Gewissen wieder zurückgeben. Nämlich ein Gewissen, das Zukunft hat, was auch zukünftigen Generationen eine lebens- und lebenswürdige Stadt wieder zurückgegeben werden kann.